So, hallo erstmal, herzlich willkommen hier aus dem idyllischen Eberstadt. Ja, der Aufsteiger vom VfL Eberstadt empfängt heute den Überraschungstabellenzweiten, die SG Stetten Klein-Gartach. Ja, nominell gesehen, wenn man auf die Tabelle schaut, müsste das lockere Geschichte für die SGSK 2000 werden. Aber wie es halt im Fußball so ist, jedes Spiel muss gespielt werden. Das folgende Event wird präsentiert von Procredo Pharma, ihre Apotheken-Weiterentwickler. Mit freundlicher Unterstützung der Firmen CBC Castella Baukonzept, CIC Castella Immo Konzept, Drive Allegiance Premium Autopflege bedruckte eine Marke der JZ Garage. Und Johnny's Sportsbar Schulgasse 3 in Heilbronn. Gehen wir rein ins Spiel, wir sind in der fünften Spielminute, der sechsten eigentlich im Endeffekt. Und der VfL Eberstadt kommt auf jeden Fall besser in die Partie. Die erste Möglichkeit hier für Lars Weiß, aber den verzieht er knapp übers Tor. Zwei Minuten später wieder die Hausherren vom VfL. Schöner Pass nach vorne. Simon Horn kommt raus, verpasst aber den Ball. Aber Christian Krämer zieht am Tor vorbei. Ja, Riesenmöglichkeit für den VfL. Ja, und die bleiben dran. Ganz anders wie ihre Tabellensituation machen sie hier das Spiel. Offensiv nach vorne. Nächste sehr gute Möglichkeit. Dieses Mal von Daniel Beurer. Aber auch der am Tor vorbei. Ja, das hätte schon mal ganz gut ausschauen können für den VfL. Nächste Möglichkeit, Schuss aus der zweiten Reihe, aber der zu harmlos für Simon Horn. 17 Minuten gespielt, gleiche Bild, der VfL Eberstadt motiviert hier und möchte hier die Führung erzielen. Ball geklärt, knapp vor der Linie dieser Kopfball. Und weiter geht's mit dem VfL von der SGSK 2000 bis zu diesem Zeitpunkt noch nichts zu sehen. Abwehrschwäche und nach vorne geht gar nichts und wieder muss Simon Horn hier klären. Das Bild ändert sich auch in der 26. Minute nicht. Wieder die Eberstädter. Wir lassen hier einfach alle stehen und dann der Schuss knapp am Tor vorbei, hätte Horn aber auch gehabt. Ja, kommt was von Stettenklein-Gartach. Campo mit dem Ball nach vorne und das war bis jetzt das einzige Mal, das erste Mal, dass Florian Heinz hier eingreifen musste. Der Keeper musste auch nicht, aber er hat es getan. Aber im Gegenzug sofort wieder der VfL. Riesenmöglichkeit, gerade noch mit dem Fuß dazwischen. Ja, so langsam muss man sagen, hätte hier das 1:0 fallen müssen. Eine nach der anderen hochkarätige Chance für die Eberstädter. Weiter geht's hier nach diesem Eckball, Kopfballstaffette. Und Stettenklein-Gartach bekommt den Ball nicht raus und VfL Eberstadt bekommt ihn nicht rein. Weiter geht's dieses Mal Stettenklein-Gartach und wir sehen, wenn wir solche Dinger reinnehmen, da war heute in der ersten Halbzeit noch nicht viel. Eberstadt probiert weiter. Pressing in der Hälfte von Stettenklein-Gartach. Schöner Pass, direkt frei vom Tor. Und Simon Horn muss parieren. Auf der anderen Seite muss Weiß diesen Ball natürlich machen. Leicht lupfen und da hätte Simon Horn absolut keine Chance gehabt. Ja, so geht man mit dem schmeichelhaften 0:0 für Stettenklein-Gartach in die Kabine. Und ich denke mal, George Jakob wird da einiges zu sagen haben an seine Mannen, dass sich das hier in der zweiten Halbzeit ändert. Ja, und da sind schon eine Viertelstunde gespielt. Erste Standardsituation. Stettenklein-Gartach, Eckball, Öxner. Der VfL bekommt den Ball nicht raus. Aber die Situation unterm Strich dann geklärt. Wieder Eckball für Stettenklein-Gartach in der zweiten Halbzeit. Durchaus besser wie in der ersten, was aber auch nicht sonderlich schwer war. Ball kommt rein, Verwirrung im Strafraum der Eberstädter und dann Sven Gartner am Tor vorbei. Wieder Eckball, ja, vielleicht geht es über die Standards, spielerisch bis heute noch nichts zu sehen. Nächste Möglichkeit Maurizio Hönige, aber da war Heinz vorher noch dran und so schiebt Hönige den Ball vorbei. Aber Stettenklein-Gartach auf jeden Fall in der zweiten Halbzeit. Agiler, diesmal mit Dennis Weber, prüft das erste Mal an diesem Tag Florian Heinz ernsthaft. Der kann parieren und so bleibt es weiterhin beim 0:0. Der Schuss aus der Ferne dann übers Tor. 20 Minuten noch zu spielen hier in Eberstadt. Wieder Eckball für Stettenklein-Gartach. Diesmal wieder Hönige, Aluminium. Ja, wenn es nicht läuft, kommt noch ein bisschen Pech dazu.
Den hatten sie da frei im Strafraum stehen lassen. Was war mit den Eberstädtern in der zweiten Halbzeit? Hier mal ein Angriff, direkt genommen, der Ball war schwer. Und den haut Lukas Gerbert dann einiges übers Tor. Gute 10 Minuten noch zu spielen. Nächster Eckball für Stetten-Klein-Gerdach. Situation erstmal geklärt. Ball kommt aber nochmal raus und dann in den Strafraum, läuft durch Freund und Feind durch. Andrade dann mit dem Schuss, aber der kein Thema für Heinz. Ja, wir sind schon in der Nachspielzeit. Nochmal ein Angriff von Stetten-Klein-Gerdach. Einwurf rausgeben auf die rechte Seite. Dann kommt der Ball zu Dennis Weber. Setzt sich schön durch gegen den Eberstädter Abwehrspieler und schiebt an Heinz vorbei zur Führung von Stetten-Klein-Gerdach in der Nachspielzeit. Ja, wenn es läuft, dann läuft es einfach. Der Haschalau einfach das Glück und machst hier in der 91. Minute noch das Tor. Schön gemacht von Dennis Weber, wie er den Eberstädter Abwehrspieler hier stehen lässt und dann cool am Keeper ins kurze Eck vorbeizieht. Die Führung für Stetten-Klein-Gerdach. Ja, und jetzt heißt es nur noch irgendwie durchhalten für die nächsten paar Sekunden, bis der Schiedsrichter abpfeift. Aber einen haben wir noch in der 93. Freistoß für den VfL Eberstadt. Erstmal geblockt, dann aber Verwirrung im Strafraum. Frei steht einer vorm Tor und dann hat Simon Horn den Ball festgehalten, die 3 Punkte festgehalten. Das Spiel ist aus. Stetten-Klein-Gerdach gewinnt hier in Eberstadt mit 1:0. Wir haben die beiden Trainer noch am Mikrofon und ja, muss man sagen, von beiden eine sehr realistische Einschätzung. Soll ich anfangen? Ja, wie soll ich das Spiel kurz zusammenfassen? Erste Halbzeit. Können wir froh sein, dass nicht 1, 2, 3, vielleicht sogar 4-0 steht. Es waren wirklich klare Chancen, die sich Eberstadt herausgespielt hat. Wir haben es richtig gut gemacht. Muss man auch bedenken, so viele Leute, was da ausfallen und dass die so eine Partie hier abliefern in der ersten Halbzeit, war von meiner Mannschaft viel, viel zu wenig. Wir sind die Wege nicht gegangen, haben den Kampf nicht angenommen und deswegen war Eberstadt auch viel, viel besser im Spiel in der ersten Halbzeit. Zweite Halbzeit habe ich vielleicht eher uns ein bisschen besser gesehen. Da hatten wir die eine oder andere Einschussmöglichkeit, viel nach Standards natürlich auch. Und am Ende ist natürlich sehr glücklich, wenn du in der letzten Minute das 1-0 machst. Aber ich kenne es, letztes Jahr war es bei uns so, da hast du gut gespielt, Lob bekommen, hast dann verloren. Und dieses Jahr läuft es bei uns ein bisschen in die andere Richtung. Und wir vielleicht ein bisschen mehr Glück, aber es kommen auch wieder andere Zeiten. Deswegen freuen wir uns umso mehr, dass wir heute die 3 Punkte mitgenommen haben. Ja, ich kann nur sagen, dass ich heute wahnsinnig stolz auf meine Truppe bin, was sie heute hier abgeliefert habe über 90 Minuten gegen so einen Gegner, der natürlich eine läuferische Qualität hat und eine spielerische Qualität. Dass dann die Kraft ausgeht in der zweiten Halbzeit, irgendwann ab der 60. Minute, war mir klar. Zu viele Spieler unter der Woche mit Grippe im Bett liegen und zu viele nicht da. Was diejenigen, die heute natürlich auf dem Platz waren, haben hier hervorragend gekämpft, haben das Zentrum vom Gegner perfekt zugestellt eigentlich in der ersten Halbzeit. Die wusste teilweise nicht mehr, was sie machen sollen. Habe Lösungen gesucht, waren immer gefährlich natürlich, aber die Qualität hat der Gegner. George hat schon gesagt, letztes Jahr lief es oftmals in die andere Richtung. Ich habe auch gegen Städte schon in der letzten Minute gewonnen letztes Jahr. Dieses Jahr ist andersrum. Jetzt müssen wir uns eben die Punkte woanders holen. Und wir machen weiter. Nächstes Mal bist du wieder dran in der letzten Minute. So sieht's aus. Aber war also ein Unentschieden, klar, hat hier zum Schluss jeder erwartet, dass dann in der 90. das fällt. Das ist Fußball, leider so. Alles klar, danke. Are you ready? Showtime. More bang for your buck.